komplett eskaliert, Freunde. Meine Krone ist kaputt und die Konfettikanone ist hochgegangen. Denn das Path to Glory EM-Event ist rausgekommen und wir haben so krasse Karten bekommen, die Live-Upgrades bekommen können. Also ich sage, wir werden so viele 97er, 98er und vielleicht sogar 99er Karten sehen. Beispielsweise Bukayo Saka könnte eine 99er Karte bekommen. Und ich kann so viel sagen, die besten Packs sind komplett geisteskrank. Bleibt von Anfang bis Ende dran, heute lohnt sich's extrem. Das neue Event ist crazy. Und lasst gerne ein Like da. Chat, wie viele Likes wollen wir schaffen? Junge, 50k, 10k, 7k, 6k. Ja, 6000 Likes ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Mein Chat will 6000 Likes sehen, deswegen lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal kostenlos. Ist, wie gesagt, kostenlos. Abonnieren nicht vergessen. 60% meiner Zuschauer keine Abonnenten. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Okay, wir starten jetzt rein mit dem ersten Pack des Tages. Und wir starten wie immer mit einem 89 plus Icon Pick. Ich liebe diese Icon Picks. Und wir schauen mal, was heute wieder rauskommt. Totti Icons, Future Star Icons und Full Birthday Icons. Ich habe hier aber auch irgendwie noch einen Bundesliga Tots Pick und einen Serie A Tots Pick bekommen. Ich weiß nicht mal woher. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem Bundesliga Tots Pick, wo auch immer ich das her habe. Wir öffnen das und ziehen Kobel, Malen und Adeyemi. Junge, Kobel habe ich doch gerade für Icon Pick abgegeben, direkt wieder gezogen. Wieso ist der jedes Mal in meinen Packs oder Picks? Egal, 94er nimmt man mit. Am Ende haben wir den zur Not für SBC-Futter und wir haben schon mal einen Keeper auf Safe. Ja, unser erster Spieler ist eine Tots-Bundesliga-Karte. Kobel in Rot. Bisschen Farbe hier heute reinbringen. Ich glaube, diese Path to Glory Karten werden gleich so geil aussehen, wenn die hier ins Team kommen, wenn wir die gezogen haben. Wow, wow, wow. So, dann machen wir weiter mit dem Serie A Tots Pick. Mache ich mal mit der Nase des Packlucks auf. Und jedes Mal Ferguson, jedes Mal Calafiori und jedes Mal Di Marco. Diese Packs sind auch jedes Mal gleich. Sie sehen jedes Mal gleich aus. Ich glaube, diesmal nehme ich hier aber Di Marco mit. Der ist schon der beste von den dreien, wie ich finde. So, dann haben wir hier die zweite rote Karte und jetzt ist es Zeit für unseren Icon Pick. So, let's go! Ein von drei. Ich kann die Dinger. Heute Totti Icon. Heute Totti Icon R9. Heute Totti Icon Ferdinand oder irgendwie sowas. Wir machen ein R3 Pick und gehen deswegen rein, Chat. Packlack in den Chat. Ich will von jedem Packlack im Chat sehen. 3, 2, 1. Und unser Icon Pick geht auf. Und wir drücken R3 und schauen uns an, wen wir gezogen haben. 3, 2, 1, go! Der erste Spieler ist Sanchez. Der erste Spieler ist Sanchez. Okay, Sanchez ist nicht gut. Aber wer ist hinter Sanchez? Und hinter Sanchez ist Xavi Totti Icon. Es ist eine Totti Icon. Aber dahinter kann noch was Besseres sein. Dahinter kann noch was Besseres sein. Sanchez, Xavi und wer ist der Dritte? Wer ist der Dritte, Chat? Wer ist der Dritte, Chat? Wer ist der letzte Spieler in diesem Pick? Und es ist Larsen. Sanchez, Xavi und Larsen. Das ist auf jeden Fall ein L. Das ist ein L, Bro. Ey, die haben gefixt, dass man wieder sieht, auf welchen Spieler man ist. Das ist ja auf jeden Fall nice. Digga, wie lange gab es diesen Bug? Okay, jetzt können wir ganz in Ruhe Xavi mitnehmen und haben Mittelfeldspieler für unser Team. Kobel und Di Marco kriegen Verstärkung. Xavi Totti Icon. Wieso nicht Lothar Matthäus Totti Icon? Okay, den habe ich das letzte Mal gezogen. Dann hätte ich den auch in der SBC abgeben müssen. Also, Xavi war schon gut. Tun wir ins Team. Und er kriegt direkt von mir ein Shadow, glaube ich. So, zum Abschluss gibt es jetzt nochmal ein ultimatives Tots-Upgrade. Bevor wir ins Path to Glory Event starten, will ich jetzt nochmal meinen letzten ultimativen Tots ziehen. Oh mein Gott, Chat, was glaubt ihr? Wen ziehen wir? Es gibt so krasse Ultimate-Tots-Karten. Ich check das nochmal kurz ab. Und hier ist auch schon das ultimative Tots-Pack. Wie gesagt, mein letzter ultimativer Tots wird das sein. Ich bin sehr gespannt. Wir öffnen direkt und wir wollen eine gute Flagge sehen. Wer ist denn das? Wer ist das nochmal? Von AS Monaco. Ach ja, nochmal Golovin, Golovin, Golovin. Das soll mein letzter Ultimate Touch Spieler gewesen sein, oder was? Bruh. Golovin ist am Start und er kostet absolut gar nichts. Dickes, dickes L. Ja, dann kommt Golovin hier halt fürs Erste auch nochmal rein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er?
Ey, ich sehe ihn nicht. Er müsste doch hier irgendwo sein, oder kann der nur MS? Bro, der kann scheinbar nicht mal Sturm spielen. Der kann MS, LM, ZOM und LF. Was ist das denn? Ja, okay, dann stellen wir ihn auf die LM-Position. Immerhin kann er diese Position bespielen. Und jetzt ist es Zeit für unser erstes Path to Glory Pack. Und wir sehen direkt Petri. Wir sehen direkt Chiesa Alvarez. Uiuiuiuiuiui. Wir sehen Rivaldo 97. Wir sehen Vidic 96. Wir sehen Di Natale und Diego Forlan, den ich getroffen habe, mit dem ich eine Lattenschießen-Challenge gemacht habe. Globales Lifehack. Petri! Hä, wozu soll man denn... What the fuck? Jetzt haben wir alle Petri. Bro, man hat Petri für 46 Tage und kann ihn so oft spielen, wie man will? Bruder, jeder hat diesen Petri. Oder habe ich jetzt gerade Päckler gehabt und habe diesen Petri gezogen und jeder hat was anderes gezogen? Habe ich Päckler gehabt? Oder hat den jeder bekommen? Bruder, als ob jetzt jeder diesen 96er Petri hat. Ich habe Schick. Ich hatte Päckler scheinbar. Oh mein Gott, ich hatte scheinbar Päckler. Ich kann jetzt die ganze Zeit Petri zocken. Bruder. Der kostet 1,5 Millionen. Und den habe ich einfach for free jetzt die nächsten 46 Tage. Okay, okay, okay. Packlack Wakes. Junge, dass wir direkt Petri gezogen haben. Ist das wild. Ist das wild, ist das wild, ist das wild. Ich weiß, er ist Live-Spieler, aber das ist mir sowas von egal, weil ich ihn nicht nur für 5 Spiele, 10 Spiele, 20 Spiele habe, sondern für 46 Tage und 13 Stunden. Und der Mann wird bei mir spielen. Der Mann wird in meinen Verein kommen. Und der Mann kriegt von mir Hunter, Shadow, keine Ahnung, was auch immer, je nachdem, wo er später spielen wird. Denn er kann ZM und ZOM. Nice. Bruder, das ist ja zu geil, auch hier mit dem Xavi-Link. Freunde, wir müssen in die Lightning Rounds gehen. Scheinbar waren davon 200.000 Stück da. 37%. Und wir gehen rein. Und wir gehen rein und wir ziehen unseren erstes Pack. Erster Path to Glory. Was? Manchester City. De Bruyne. Und... Antonio, Bro, erstes Pack, erster Path to Glory. Es ist mein Event. Es ist mein Event, Freunde. Es ist mein Event. Ich werde alle ziehen. Ich werde Path to Glory Icons ziehen. Ich werde Path to Glory Heroes ziehen. Ich werde grüne Path to Glory ziehen. Blaue Path to Glory ziehen. Ich werde alles ziehen. Copa America, Weg zum Ruhm. Erstes Pack auch noch. Costa Quanta, 100k. Ja, ist doch okay. Ist doch okay für den Anfang. Für den Anfang ist das super. Dann noch ein De Bruyne und ein bisschen Futter. So, das Team nimmt Form an. Hier kommt unser erster Path to Glory hinzu. Okay, der hat jetzt nicht das höchste Rating, deswegen muss ich hier ein bisschen scrollen. Noch weiter scrollen, aber da ist er auch schon. Antonio. Okay, doch, die Packs gehen nicht so schnell weg, wie ich dachte. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen, aber wir gucken, ob das nur Glück war. Und jetzt ist ein grüner Path to Glory drin. Oder eine Hero. The Hero. Oh, wer ist es? Meine Päckler-Krone ist kaputt. Sie ist kaputt, aber ich setze sie trotzdem auf. Chalai. Ist da noch jemand hinter? Sag mir nicht, da ist noch jemand hinter. Saka! 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 Aus dem zweiten Pack! Aus dem zweiten Pack! Aus dem zweiten Pack! Aus dem zweiten! Wir drehen sie nicht! Ich nehme die andere! Aus dem zweiten Pack, Freunde! Aus dem zweiten Pack! Was laberst du? Was redest du? Ich hab Saka gezogen! Saka! Was? Was? Das ist mein Event, Freunde. Ich glaube, das ist der beste Spieler aus dem gesamten Event und wir haben ihn aus dem zweiten Pack gezogen. Und endlich haben wir mal wieder die Konfetti-Kanone gezündet. Endlich haben wir sie mal wieder gezündet. Es musste mal wieder passieren. Was? Wer ist hinter Saka? Bruder, Preisvergleich. 5,7 Millionen Coins, 4,5 Millionen, 4 Millionen Münzen. Bukayo Saka. Mit Finesse, mit Technical Plus und mit Ruhepol Plus. Bro, zweites Pack und ich habe durchgespielt. Zweites Pack und ich habe durchgespielt. Was ist passiert, Freunde? Was ist passiert, Freunde? Bro, ich kann das nicht. Wir haben Petri gezogen. Zwar nur als Live-Spieler, aber den haben wir jetzt ja auch für immer. Und dann haben wir Saka direkt im nächsten Pack gezogen. Hä? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Ich tu den auf LM, Digga. Ich will nicht, dass ihr den... Ich tu ihn doch auf RM, weil Golovin kann nicht. Aber Bro. 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 Ich gebe ihn Hunter. Ich gebe ihn Hunter. Oder soll ich ihn Hawk geben? Hawk? Ja, komm, ich gebe ihn Hawk. Okay, und das geht weiter mit diesen Lightning Round Packs. Ich bin glücklich mit diesen Packs und ich ziehe die weiter. Das wird das Pack für diesen Stream sein. Das Pack werden wir die ganze Zeit ziehen.
Modric, Virgil van Dijk. Let's go! Und der nächste Grüne! Der nächste im Verteidiger! Freiburg! Wer bist du denn? Çalay, den hatte ich schon. Und wer ist dahinter? Zalewski! Zalewski und Çalay. Uiuiui! 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 Zalewski 100k und Çalay ein bisschen was wert. Passt. Nehmen wir mit, packen wir ein. Wie viele werden wir davon ziehen heute? Hilfe, mein Packlag ist heute on fire. Und Lord Golovin, tut mir leid, aber du musst raus aus dem Team. Du musst raus, Lord Golovin. Und reinkommt in mein Team Zalewski einmal. Und dann muss der andere Bruder auf jeden Fall auch rein, denn der hat's verdient. So, die haben auch alle Full Chemie immer direkt, ne? Die haben alle immer direkt so viel Chemie. Das ist so geil. Das macht so Bock. Diese Spieler sind direkt auf Full Chemie alle. Unser Team wird so krank aussehen am Ende. Unser Team wird so verrückt aussehen am Ende. Ich kann das doch alles nicht. Und da ist der Nächste. Hallo? Wer ist da? Hey, wer? Ne, ne. Bist du es wirklich? Du bist es wirklich! Du bist es wirklich! Wir haben die zweite 96er Karte gezogen. Nicht nur Bukayo Saka, sondern auch Oblakovic. Die nächste 96er Karte in mein Verein. Und wieso kleben da überall an der Wand Konfetti-Sachen? Ach ja, weil wir Packlack haben und Konfettikanonen zünden. Wieso ging diese andere Konfetti-Kanone eigentlich nicht? Boom! Der Packlack Wakes ist zurück. Preisvergleich. Kostet nicht so viel, aber ist eine 96er Karte und mit der kann man arbeiten. Die schmeckt super. Kobel, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber du gehörst auf die Bank. Denn wir haben einen besseren Keeper am Start und das ist Path to Glory. Jan Oblak. Der Mann kann Upgrades sammeln, ne? Der kann auf 99 kommen, ganz gechillt. Genauso wie die anderen, die Upgrades sammeln können. Also ich glaube, Saka wird auf jeden Fall auf 99 kommen. Der kriegt auf jeden Fall ein Plus für ein Spielgewinn mit England. Der wird auch wahrscheinlich 3 Spiele mit England gewinnen. Und der wird auch wahrscheinlich ins Viertelfinale kommen und das gewinnen. Und dann hat er schon 99. Dann hat er schon 99. Das ist zu crazy. Genau das gleiche Spielchen für Petri. Ey, das wird so verrückt. Diese Karten sind so krass. Diese Karten sind so heftig, ich kann das nicht. Damit werde ich meine Weekend League 20-0 spielen. Und jetzt will ich eine Path to Glory Icon ziehen. Jetzt will ich eine Path to Glory Portugal. ZM, ist das ein Hero? Wieso ist das rot? Was bedeutet rot? Ist es ein Icon, Hero? Was ist das, Chat? Was habe ich gezogen? Bitte, Bernardo, geh einfach zur Seite und zeig mir. Ich habe eine Hero. Diego Forlan! Ja! Ja! Mein Bro! Mein Bro! Alle, schneid rein, wie ich gegen ihn Latte schießen gemacht habe. Ganz kurz und wie er die Latte getroffen hat. Ja? Diego Forlan und ich sind genau so. Bruder! Was ist das für ein Video? Was ist das für ein Pack-Opening? Was ist das für ein Event? Chat, 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 Chat. Ey, ich kann nicht mehr. Ich muss dieses Pack weiterziehen und weiterziehen und weiterziehen. Das ist genau mein Pack. Nein, 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 nein. Was ist der Wert? Was ist der Wert? Zeig mir den Preis. Zeig mir den Preis. Zeig mir den Preis. Er ist 1.000.000. 560k bieten die auf den? Ja, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin offiziell reich. Der nächste geile Spieler. Juhu. Freunde, das Geilste an der ganzen Sache ist ja, dass die Karten alle so geil aussehen. Egal welches Team, sieht krass aus. Ob ich jetzt von dieser blauen Karte hier rede, von dieser Hero-Karte hier rede, von dieser grünen Karte hier rede oder von den Icons rede. Egal welches Event man zieht, die Karten sehen verrückt heftig aus. Boah, lange nicht mehr so viel Packluck gehabt. Heute macht's Spaß und es geht genau so weiter. Amerika, Amerika, die Welt ist offen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. San Diego morgen. Und ein weiterer Premier League Mittelfeldspieler für unseren Verein. Da ist er doch. Da bist du doch. Alvarez, willkommen in La Club und der Counter geht auf zweistellig und zwar auf 10. Ein weiterer Neuzugang fürs Team. Alvarez, vielleicht hier für Xavi rein. Minus 7 Chemie sehe ich nicht. Deswegen erstmal nimmst du Platz auf der Bank. Bist ja auch der Fake Alvarez, by the way. Es gibt ein Chatpack. Are you ready for the first Chatpack of the stream? Yes or no? Mein Bildschirm ist aus. Und ich gucke nur in den Chat. Ich hoffe, es ist eine Eventkarte für euch. Das ist euer Pack-Chat. Was ist die beste und teuerste neue Karte, Cenk? Die habe ich schon gezogen. So, wen haben wir in dem Pack drin?
Chatpack, Saka schon wieder? Wieder Saka? Skriniar. Skriniar, aber Skriniar ist gut. W für Skriniar. Costa Quanta? Nimm ja auch mit. Und Counter geht auf 11. So, und das Team ist fast vollständig. Ich habe noch nicht viele Packs gezogen. Ich habe wirklich noch nicht viele Packs gezogen. Also, was wir heute für Packlack ausgepackt haben, ist unfassbar. Noch nicht viele Packs gezogen und das Team sieht so aus. Verrückt. 53.000 Packs gibt es davon noch. Und es ist so schön. Es geht genauso weiter mit Portugal. Eine wunderschöne Nation, wo wir jetzt ein letztes Mal alle gemeinsam nochmal Cristiano Ronaldo beobachten können. Und wir ziehen Kökçü. Ey, was glaubt ihr? Was glaubt ihr, wie weit kommt Türkei? Ja, passt. Haben wir nochmal einen guten Spieler für die Bank? Haben wir nochmal einen guten Spieler, der frischen Wind ins Team bringt? Der das Team ein bisschen aufwirbelt. Ach so, wir gehen nochmal rein. Ach so, wir gehen nochmal rein und es ist rot. Was hieß nochmal rot? Hieß rot nicht Hero? Die Natale jetzt. Die Natale jetzt und ich kipp mir die Flasche über den Kopf. Oh mein Gott, Beasley. Ich hätte mir die ganze Flasche über den Kopf geschüttet. Es gibt 4 Hero-Karten und wir haben schon 2 aus 4 gezogen. Wir ziehen sogar alle Heroes. Nein, nicht auch nochmal eine halbe Million. 300k, kann ich mitarbeiten. 5-Sterne-Skills, 4-Sterne-schwacher Fuß, schöne Playstyles. Ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir, ey, gerne weiter so. Das Ding ist, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich spielen soll. Soll ich Beasley spielen oder soll ich den LM zocken? Den Zalewski. Ich glaube, ich zocke lieber Beasley, oder? Obwohl Zalewski mehr Chemie hat. Kann ich den nicht auch im Sturm spielen? Der kann LV. Theoretisch könnte ich den auf LV spielen. Das heißt, ich könnte so machen und so machen. Das würde möglich sein. Ja, ich mache es, glaube ich, so. Aber dann hat der Mann nur noch 2 Chemie. Aber mit Manager kommt er auch auf Full Chemie. Müssen wir mal schauen, wie wir das am Ende machen. Oh, der nächste. Lila. Innenverteidiger. Real Madrid. Oh. Geprankt. Das war nur eine SPC, die wir gerade abgeschlossen haben. Flashback Nacho Fernandes. Schön sieht er aus. Schöne Karte. Okay, dann haben wir jetzt auch noch eine Alternative für die Innenverteidigung. Und zwar eine schöne Flashback-Karte von Nacho Fernandes. Auch sehr cool. Gibt sogar Plus-Chemie. Ich glaube, ich tue ihn sogar rein. Dann sieht das Team ein bisschen bunter aus. Das feiere ich irgendwie noch mehr. Und wir machen das aber so, dass wir hier ein paar grüne Karten haben. Ja, doch, so ein bisschen hin her. So gefällt mir das. Okay, komm! Es ist Zeit für ein Einhorn-Pack. Einhorn-Pack. Wir haben schon so viel Pack. Was soll jetzt passieren? BVB! Warte mal, das ist Kobel, oder? Kobel, wer ist hinter Kobel? Ohohoho! 96er Oblak 2.0! Ich habe doch gesagt, wir ziehen was Krasses, wenn ich Einhorn aufsetze. Vom Rating her ist das sehr krass, Chat. Vom Preislichen her ist es okay, aber es war klar. Sobald wir Einhorn aufsetzen, Feierabend, Ende im Gelände, keine Chance. Einhorn liefert einfach immer ab. Ey, dieses Pack und ich, ne, wir werden beste Freunde. Wir werden Real Talk beste Freunde. Ich will nie wieder ein anderes Pack öffnen. Ich mein's sogar ernst. Ich will einfach jeden Tag nur noch dieses Pack öffnen. Das kann von mir aus dauerhaft drin bleiben. Adams 95. Adams. Was ist mit Adams los? Was ist mit Adams los? 95er. Adams. So ein Ding ist das. Let's go! Heute nur so. Coins. Komm. Noch mehr Coins. Ey, ich weiß gar nicht, wen ich spielen lassen soll und wen nicht, Mann. Das ist voll belastend. Adams ist jetzt auch am Start, Bruder. Ich tu den auf RV, glaube ich. So. Vollständiges Team ist schon am Start und wir haben immer noch FIFA Points übrig und können immer noch bessere Spieler ziehen. Ich weiß nicht, wen ich hier noch verbessern soll, ne? Ich meine es ernst, damit könnte man schon eine Weekend League zocken jetzt. 31 Chemie haben wir auch, mit Manager sogar 32 oder 33 Chemie. Also das läuft. Das macht Spaß heute. Das macht Spaß. Grün, blau, dann ist es mal rot. Aber Icons habe ich noch nicht gesehen. Icons wollen wir gerne auch noch sehen, EA. Gebt mir als nächstes gerne nochmal eine Icon. Aber jetzt erstmal noch was anderes Schönes. Irgendwas Grünes, was ich noch nicht habe. Wer bist du? Habe ich dich schon? Dich habe ich leider schon. Zalewski, dich habe ich leider schon. So, und jetzt gibt's ein Afro-Pack. Jetzt gibt's ein Afro-Pack. Barella. Guardiol! Ja! 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 Ja!
Afro, du bist zurück! Du bist zurück! Du bist zurück, Afro! Bruder, wir ziehen die besten Spieler! Wie viel ist Guardiol wert, Freunde? Ich glaube, er kostet sehr, sehr viel. Ich glaube, er ist teuer. Und ich glaube, er gibt fette Batzen. No Skipper! No Skipper! No Skipper! Guardiol-Preisvergleich und ja, ja, es ist wieder ein Spieler, der 1 Million wert ist. Es ist wieder ein Spieler, der 1 Million wert ist. Wie geil, Junge. Wie geil. Boah, ich ziehe heute alle. Ich ziehe sie alle, ich bin reich. Ich bin offiziell reich. Ich mein's ernst, ich habe das Gefühl, dass ich träume. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich aufwache und dass alles nur ein Traum war und der heutige Tag gleich erst beginnt und ich danach wieder nur Müll ziehe. Ich weiß nicht, ob das real ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das real ist. Der nächste Spieler, der 1 Million kostet. Hä? Okay, zur Abwechslung gucken wir uns mal die 400k-Packs an, was die können, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, was zu ziehen, noch höher. Ich weiß gar nicht, wie die Wahrscheinlichkeit, was zu ziehen, noch höher. Icon! Ja! Ja! Und das ist Rivaldo! Und das ist Rivaldo! Und das ist EM! Nein, es ist nicht EM, Rivaldo! Ah! Welche Icon haben wir? Welche Icon haben wir? Schuka! Schuka! EM-Icon! Mein bestes Pack-Opening seit langer Zeit. Ich kann das nicht mehr. Ich bin so glücklich. Mein Account ist back. Ich performe wie eine 1. Und ich wollte eigentlich nicht mehr. Ich habe gesagt, das war mein letztes Pack-Opening zum Totz. Aber ihr habt mich überredet, dass ich weitermache. Und ich mache weiter. Und ich werde dafür belohnt. Du Armer, der ist nur 1 Million wert. Du Armer. Nein, nur 1 Million. Ach Mann, Freunde. Wie kann ich denn einen Spieler ziehen, der nur... Wie, der ist nur 400k wert? Ihr habt mich verarscht mit 1 Million. Nein. Nein, 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 nein. Ihr habt mich verarscht. So. Sorry, Antonio. Aber raus. Auf die Reservebank kommst du sogar. Denn wir haben mittlerweile so viele Spieler, dass du auf der Reservebank chillst. Schuka, ich hab... alles gesehen, was ich sehen wollte bis jetzt. Eine Icon, eine Hero, eine grüne Path to Glory, eine blaue Path to Glory. Alles gesehen und es geht weiter. Es geht weiter. Und was steht hier unter mir im Chat? Richtig. Pack Luck King. Weiter in meine Lieblingspacks. Wir gehen weiter rein in meine Lieblingspacks. Wir gehen weiter rein und wir machen ein Spin dich im Stuhlpack. Let's go. FC Barcelona. Petri. Rölfo. Ne 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 ne. Wo ist meine Konfettitröte? Schick. Schick ist jetzt auch noch am Start. Ein Bundesliga-Leverkusen-Spieler. Und wir haben einen neuen Zugang. Aber auch für die Reservebank oder für die Auswechselbank. Also nicht für die Startelf. Trotzdem nicht schlecht. Der nächste Path to Glory. Schick. Ich habe bald alle. Ich habe sie bald alle schon gezogen. Alle, die es gibt, habe ich gleich gezogen. Das ist gut. Okay, Freunde, wir ziehen das letzte 275k-Pack. Lasst schon mal ein Like da. Lasst schon mal ein kostenloses Abo da. Ihr verpasst keine Videos mehr, wenn ihr abonniert. Und es lohnt sich, wie ihr seht. Wen ziehen wir hier nochmal zum Abschluss? Oioioi. Türkei. Champion. Stell dir mal vor, Türkei gewinnt am Ende die EM. Ne? Dann können wir uns alle was anhören. Und das würde ich sehr feiern. Das wäre sehr, sehr witzig. Eieieiei. Ja, Freunde, ich hatte lange nicht mehr so viel Pack-Luck. Also ich muss, glaube ich, nicht mehr viel erwähnen. Ich habe schon so oft gesagt heute, wie krass dieses Pack-Opening war. Guardiol, Saka, Forlan, Schuka. Ich bin happy. Ich bin happy mit der Ausbeute. Was sagt ihr, Freunde? Was habt ihr gezogen? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. Was ist das? Wieso mache ich leise, Fuchs? Ich weiß auch nicht. Peace.